Hallo meine Lieben, in diesem Rezept der Liebe geht es um die Stimme. Die Stimme, ja? Die Stimme? Die Stimme? Ja, die Stimme. Du hast verschiedene Modulationsstufen deiner Stimme schon bemerkt. Vielleicht redest du mit deinem Partner aber eher so, was ist denn jetzt schon wieder? Guten Morgen. Ja, irgendwie angetrahnt, angepisst, keine Ahnung. Modulieren Sie die Stimme, anstatt zu brummen, heißt deswegen dieses Rezept der Liebe. Machen Sie es einfach, tun Sie es. Und wenn Sie es nicht alleine können, dann gehen Sie tatsächlich zum Stimmtraining. Geh zum Stimmtraining. Ich sage ja am liebsten du in den Videos, um schnelle Beziehung und Vertrauen möglich zu machen. Und einfach, was wirklich von Ich- und Du-Ebene ausgesprochen ist, diese 66 Rezepte. Ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass ich als Expertin die erste und einzige bin, die das Ei des Kolumbus findet in Sachen Liebe. Aber ich bin jemand, der dir auf wissenschaftlicher Forschung basierend diese 66 Tipps und Rezepte zusammengestellt hat, damit du motiviert wirst, durch mich als Expertin wirklich dir den letzten quasi Arschtritt zu geben und es tatsächlich hier, heute, jetzt mit deinem Partner, gegenüber deinem Partner, ohne es ihm wissen zu lassen, was du da machst, umzusetzen. Und wenn du keinen Partner hast, dann bist du dir Partner genug und kannst es dennoch umsetzen. Das ist das Schöne an diesen Rezepten. Man kann ja auch ein Single-Abendessen machen oder Frühstück, wie auch immer. Also, Rezepte zum Nachkochen, los geht's. Jetzt kommt die Lesung. Gisela und Ferdinand, beide knapp 70, waren in Rente. Daraus war in den vergangenen Jahren ein buchstäblicher Urlaubsstress entstanden. Gisela buchte Gruppenreisen auf Luxusschiffen, gab es auf Schiffen, die Gisela auserwählt hatte, einen Cross-Trainer, ja, für seine einstündige Trainingseinheit täglich und Internet, um die Weltnachrichten abzudaten, war Ferdinand schon zufrieden. Bei Gisela lief es nicht ganz so rund. Seit die Kinder selbstständig waren, wurde von ihr die drohende Ernüchterung mit Reisestress abgewehrt. Gisela wirkte angespannt, selbst wenn sie von ihren Traumschiffreisen erzählte. Und sie erzählte nicht so ein bilanziertes, wie viel sie mit All-Inclusive und Frühbucherbonus vergleichsweise zum Vorjahr eingespart hatten. Ferdinand hatte das Gefühl, seine Frau nie zufriedenzustellen, so viel er ja auch die Alleinbestimmung über seine Rente als früherer Generaldirektor im Bankwesen überließ. Ich habe mich dabei ertappt, auf unseren Reisen freundlich mit jedem Fremden gesprochen zu haben. Meinen Mann habe ich nicht beachtet oder eher mit einem Brummton bedacht, gestand Gisela in ihrer Paartherapie. Was die Frau noch nicht erkannt hatte, war, dass ihr genervter Ton ihrem Mann gegenüber zum Dauerzustand geworden war. Gisela im Abwehrmodus, da kam naturgemäß bei Ferdinand keine Freude auf. Dazu der Anblick ihrer tief ins Gesicht eingekerbten Nasolabialfalten, die ein einfühlsamer Schönheitsmediziner mit etwas Hyaluron im Nu weich gezeichnet hätte. Warum auch nicht, wenn sie sich so nicht mehr im Spiegel anschauen mochte. Gisela befand sich in einem Teufelskreis. Ihre Selbstunzufriedenheit belastete die Beziehung und hatte sich in ihrer Stimme, ihrer Haltung, ihrer Wortwahl manifestiert. Denn fast alles aus ihrem Munde, das in Richtung Ferdinand ging, klang abwertend. Er war zum Blitzableiter ihres inneren Unruhseins geworden. Ihr Spiegelbild präsentierte ihr den Anblick einer frustrierten Alten, so ihre eigenen Worte. Genauso dachte sie über sich und so benahm sie sich auch. Und hier die Rezeptur der Liebe. Singen Sie miteinander oder auch allein. Sie dürfen auch ruhig in einem Chor singen, aber Spaß machen soll es keine zusätzliche ungeliebte Pflicht bedeuten. Und üben Sie zunächst vor dem Spiegel in Ihrer Zone der Hemmungslosigkeit. Schaffen Sie sich so eine Zone. Sie können sich auch ein Karaoke-Set besorgen und wirklich ernst machen. Singen Sie. La. Egal wie. Erstens können Sie sich so von aufgestauten Emotionen befreien, die da sind, auch wenn Sie sie verbissen, unterdrücken. Emotionen sind trotzdem da. Zweitens trainiert das die Stimmbänder. Diese werden elastischer. Drittens profitiert auch Ihre Sprechstimme von dem Training. Sie sind in der Lage, auf Ihrem Partner gegenüber ebenso wertschätzend Ihre Stimme zu modulieren, wie bei einem Kellner oder jedem Fremden, dem Sie schon aus purer Höflichkeit Wertschätzung geben. Sie wissen schon. Reagieren Sie freundlich lächelnd, natürlich mit Bauchatmung, dabei ganz genau auf Ihre Stimme achten. Sie werden sehen, und er wird es hören,
und wie viel positiver ihre Stimme klingt, wenn sie dabei die einzelnen Worte gleichsam singen, die Silben in die Länge ziehen, die Mundwinkel dabei zum Lächeln hochziehen, den Bauch beim Einatmen vorwölben, ich übertreibe es jetzt, um es deutlich zu machen, und die Brust leicht nach innen sinken lassen. Das Lächeln ist das Vaterunser in diesem Buch. Machen Sie es, und auch das Mutterunser, wie die Wetterpropheten im Rundfunk. Radiomoderatorinnen lächeln grundsätzlich bei ihren Ansagen, um mit der Stimme gute Laune zu verbreiten. Ihre Stimme versprüht so positive Energie, auch bei Regenwetter. Besonders beim Telefonieren mit dem Partner ist der selbstbewusste Zufriedenheitsmodus ein unverzichtbares Muss. Machen Sie sich das zunutze und tunen Sie Ihre Stimme auf. Und nicht vergessen, Sie tun es für die Liebe.